Vor über einer Woche hatte es die Saarstahl AG schon angekündigt. Es wird Kurzarbeit geben. Aber der Betriebsrat musste noch zustimmen. Heute haben sich beide Parteien geeinigt. Sie legten die Grundlage für die Kurzarbeit vom 1. September bis Ende November. Sind damit die Probleme bei Saarstahl gelöst? Peter Sauer mit Details. Die Betriebsvereinbarung für die Kurzarbeit steht. Eine Woche haben der Betriebsrat und die Saarstahl-Geschäftsführung über die Details verhandelt. Die Arbeitnehmervertretung konnte ihre Forderungen im Wesentlichen durchsetzen. Die zwei, drei wichtigsten Punkte sind für uns einmal die Zuzahlung auf 90% des Kurzarbeitergeldes. Das ist für uns ganz wichtig. Das ist vor allen Dingen eine Sicherheit unserer Kollegen, eine Existenzsicherung. Das ist nicht selbstverständlich. Das heißt also, es ist wirklich ein Erfolg auch der Mitbestimmung und auch in Zusammenarbeit mit dem Vorstand, mit dem Unternehmen. Der zweite Punkt ist, dass wir innerhalb dieser Zeit, wo es Kurzarbeit gibt, von betriebsbedingten Kündigungen absehen. Die Einigung eine gute Nachricht für die rund 4.300 Mitarbeiter. Zumindest für den Moment, denn der Betriebsrat befürchtet, dass die Kurzarbeit länger dauern könnte als die bisher angemeldeten 3 Monate. Auch die Geschäftsleitung kann das nicht ausschließen. Alles hängt im Wesentlichen bei Saarstahl davon ab, springt die Konjunktur an insgesamt. Es gibt mehr negative Vorzeichen im Augenblick, das ist völlig klar. Sie wissen den Handelsstreit um China, USA, Sie wissen um die wirklich stockende Automobilkonjunktur, was alle Zulieferer trifft, uns auch. Von daher aus heutiger Sicht ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir auch im nächsten Jahr ein paar Auslastungsschwierigkeiten haben werden. Aber ich möchte eine abschließende Stellungnahme und Bewertung zu dieser Situation 2020 erst im November abgeben wollen. Neben konjunkturellen Problemen belastet Saarstahl billiger Importstahl aus Drittländern und die CO2-Zertifikate der EU. Aktuell müssen Stahlhersteller sich diese Zertifikate kaufen, um produzieren zu können. So will die EU bewirken, dass Unternehmen klimaschonender herstellen. Ein erheblicher Wettbewerbsnachteil für die europäische Stahlindustrie. Da sind sich Geschäftsleitung und Betriebsrat einig. Wir müssen das global betrachten. Und alles andere hat überhaupt gar keinen Sinn. Auch wenn die deutsche Stahlproduktion komplett zusammenbricht und wir nicht mehr hier produzieren, nutzt das dem CO2-Wert bzw. dem Klima so gut wie gar nichts. Unsere Tonnagen werden irgendwo anderswo produziert zu weitaus schlechteren Bedingungen, wie das hier passiert. Importeure haben diese Kosten nicht. So, und dass im Juli die EU die Quoten für Importe noch mal um 5% erhöht hat, schon auf einem extrem hohen Niveau noch mal 5% Importe zulässt, ist aus meiner Sicht skandalös. Durch die Kurzarbeit hat sich Saarstahl erst mal 3 Monate Zeit verschafft. Die Probleme des europäischen Stahlproduktionsstandorts sind aber tiefgreifender und wohl auch langwieriger.